Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Tutorial. Heute schauen wir uns den zweiten Teil der Signalempfänger an. Und zwar haben wir heute folgende Redstone-Komponenten am Start. Wir haben die Redstone-Lampe, die gekrümmten Schienen, Antriebsschienen, die Aktivierungsschienen, TNT und zu guter Letzt den Notenblock. Die schauen wir uns heute alle an. Die restlichen kommen dann nächste Woche dran. Los geht's! Hier haben wir die Redstone-Lampe, einer der Signalempfänger, und hier haben wir das Rezept dazu. Wir haben ein Glowstone oder auch Leuchtstein. Außenrum haben wir dann vier Redstone-Staub. Dann halten wir eine Redstone-Lampe. Die sieht dann so aus, auf allen sechs Seiten ungefähr gleich. Und natürlich, wenn man sie anschaltet, leuchtet sie. Wenn man sie abschaltet, leuchtet sie nicht mehr. Dabei gibt es eine Verzögerung beim Ausschalten, und zwar von zwei Redstone-Ticks. Und zwar, wenn ihr mir das seht, ich habe es angeschaltet, die Lampe ist praktisch sofort angegangen und wenn ich es ausschalte, dann bleibt es noch ein bisschen länger angeschaltet. Ganz genau. Und das ist so ziemlich alles, was man über die Redstone-Lampe wissen muss. Schauen wir uns die Schiene an. Das ist einer der Signalempfänger und hier haben wir das Rezept dazu. Wir benötigen sechs Eisenbarren insgesamt, dreimal links, dreimal rechts und in der Mitte einen Stock. Dann erhalten wir 16 Schienen. Wenn man die zunächst platziert, dann sieht sie genau so aus. Sie richtet sich immer nach Ost und West aus, das heißt von hier aus links und rechts. Wenn man die von Norden nach Süden ausrichten möchte, dann muss man daneben eine weitere Schiene platzieren, dann dreht sie sich automatisch in die Richtung. Wenn man jetzt mehrere so platziert, also außenrum drei Stück, dann richtet sich diese Schiene am liebsten nach Südosten aus, ja, also genauso wie sie hier gerade ist. Selbst wenn man hier noch eine hinzufügt, und dann in der Mitte platziert, die richtet sich immer nach Südost aus. Das ist auch die sogenannte Südost-Regel. Wenn man die jetzt aber in die andere Richtung drehen will, nach hier, muss man dem Ganzen ein Redstone-Signal hinzugeben. Und sobald wir den Hebel umschalten, dreht sich auch die Schiene in die andere Richtung rum. Und somit kann man auch Loren umleiten. Wir haben das hier einfach mal mit der Lore aufgebaut. Wenn wir hier lang fahren, seht ihr, und das ist natürlich auch relativ logisch, die Schiene zeigt nach rechts und die Lore fährt nach rechts. Wenn wir es andersrum machen, dann seht ihr, die Lore fährt hier im Grunde wieder nach rechts, aber halt in die andere Richtung. Was aber, wenn die Schiene hier nicht entlang zeigt, ja, das heißt, wenn die Lore einfach entgleisen würde, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Die Lore fährt tatsächlich einfach geradeaus weiter, auch wenn die dabei ein bisschen merkwürdig aussieht. Er hat trotzdem es um diese Kurve drum geschafft und fährt geradeaus weiter. Und das wäre so ziemlich alles, was man über die Schienen wissen muss. Hier haben wir die Beschleunigungs- bzw. die Antriebsschiene. Das ist natürlich ein Signalempfänger. Und hier haben wir das Rezept dazu. Wir benötigen sechs Goldbarren, dreimal links, dreimal rechts, in der Mitte ein Stock und unten in der Mitte ein Redstone-Staub. Dann erhalten wir sechs Beschleunigungsschienen. Die haben zwei unterschiedliche Zustände, deaktiviert und aktiviert. Wenn sie deaktiviert ist, leuchtet das Redstone in der Mitte nicht. Wenn sie aktiviert ist, leuchtet das Redstone, relativ logisch. Hier haben wir zwei nebeneinander aufgebaut und ich zeige euch das erstmal, wie es ist, wenn sie ausgeschaltet sind. Denn in dem Fall fungieren sie als Bremsen. Das heißt, ich muss hier mir ganz viel Mühe geben, um die Lore da rüber zu schieben. Das geht viel schwerer als bei normalen Schienen. Dann aktiviere ich hier einmal die Schienen und jetzt können sie natürlich beschleunigen. Das heißt, wenn ich da einmal rüberfahre, geht das super schnell. Ganz genau. Und eine weitere Eigenschaft, die wir uns anschauen, ist die hier. Und zwar, wenn eine Schiene, eine Beschleunigungsschiene, aktiviert wird durch eine Energiequelle halt, dann kann sie bis acht weitere Schienen auch energetisieren, auch aktivieren, wie ihr sehen könnt. Das hier ist die neunte Schiene, die muss dann wieder von neuem mit Energie geladen werden. Und das geht natürlich in beide Richtungen. Wenn ich noch mehr Platz hätte, dann könnte man es auch noch in die Richtung acht weitere Schienen machen. Die werden dann auch alle geladen. Und das ist so ziemlich alles, was man hier über die Beschleunigungsschiene wissen muss. Schauen wir uns die Aktivierungsschiene an. Einer der Signalempfänger. Und hier haben wir das Rezept dazu.
Wir benötigen 6 Eisen, dreimal links, dreimal rechts, dann 2 Stöcker, einmal oben, einmal unten und in der Mitte eine Redstone-Fackel. Hier haben wir das. Die hat 2 Zustände, deaktiviert oder aktiviert. Und wenn ihr das euch so anschaut, dann merkt ihr eindeutig, die rechte ist aktiviert. Da leuchtet nämlich das Redstone in der Mitte. Wenn sie deaktiviert ist, hat sie keinerlei Funktion. Da fahren die Loren einfach ohne Probleme drüber. Wenn wir die einmal aktivieren, dann müsst ihr euch das mal anschauen. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Die Lore wackelt, ja, wenn man sich hier einmal reinsetzt und dann losfährt, dann wird man bei der ausgeworfen. Ist tatsächlich nicht die einzige Eigenschaft, die die Aktivierungslore durchführen kann. Und zwar haben wir hier eine Auflistung. Da ist die Antriebslore nicht dabei. Die gibt es ja nur auf der Java Edition. Aber die hat auch keine Funktion, also das ist relativ egal. Als allererstes ist die normale Lore. Da wird die Entität, die drinnen sitzt, ausgeworfen. Die Kistenlore hat absolut keinen Effekt. Die tut einfach nichts. Trichterlore, dabei wird das Sammeln aktiviert bzw. deaktiviert. Wenn sie das erste Mal über eine Aktivierungsschiene drüber fährt, wird sie deaktiviert. Beim zweiten Mal aktiviert. Die TNT-Lore wird gezündet und nach 4 Sekunden explodiert sie. Die Befehlsblock-Lore führt den gespeicherten Befehl aus. Und genauso wie die Antriebsschiene kann man die aneinander packen und dann ja, mehrere bis 8 Stück gleichzeitig damit befeuern, laden, energetisieren, aktivieren, wie ihr wollt. Jeweils 8 in jede Richtung um diese Schiene herum, die ursprünglich aktiviert wurde. Und das wäre so ziemlich alles, was man über die Aktivierungsschiene wissen muss. Schauen wir uns das TNT an. Und zwar haben wir hier das Rezept dazu. Wir benötigen 5 Schwarzpulver, Schießpulver in so einem X angeordnet und die restlichen 4 Felder mit Sand. Und dann bekommen wir hier einen TNT-Block. Ihr seht, wir haben hier das TNT und das hat eine Verzögerung bis zur Explosion von 40 Redstone-Ticks. Das heißt, sobald es angezündet wurde, benötigt das nochmal 4 Sekunden, hoppla, bis es dann endlich explodiert. Und das ist so ziemlich alles, was man über das TNT wissen muss. Schauen wir uns den Notenblock an. Einer der Signalempfänger und hier haben wir das Rezept dazu. Wir benötigen 8 Holzbretter in derselben Formation wie die Kiste. Und dabei ist es vollkommen egal, welche Art von Holz es ist. Wir bekommen immer den gleichen Notenblock. In der Mitte benötigen wir dann noch einen Redstone-Staub. Und dann bekommen wir eben den Notenblock. Wenn er platziert wird, dann sieht er so aus. Man kann nicht rotieren oder so. Der sieht praktisch überall gleich aus. Es gibt eine Verzögerung von 2 Redstone-Ticks. Das heißt, wenn zwischen 2 Signalen weniger als 2 Redstone-Ticks liegen, dann wird nur eine Note abgespielt und nicht 2. Es gibt insgesamt 2 ganze Oktaven und die beginnt bei Fis. Dabei wird bei jeder Einstellung der Note die Tonhöhe um einen halben Ton erhöht. Und eine wichtige Sache ist, über dem Notenblock muss ein Luftblock sein, ansonsten wird kein Ton abgespielt. Dann kommen wir zu den ganzen Instrumenten und davon gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Als allererstes haben wir hier den Kontrabass und der wird mit Hilfe von praktisch allen Holzblöcken gemacht. Da haben wir eben ja, die normalen Holzstämme, wir haben Bretter, wir haben den Tageslichtsensor, auch wenn er nur ein Drittel quasi aus Holz besteht. Das Bienennest, welches nicht unbedingt aus Holz besteht, aber trotzdem noch dazugehört. Eine wichtige Sache ist Kolben zum Beispiel. Die gehören hier nicht hinzu. Die bestehen zwar aus 3 Holzbrettern, aber die haben halt auch 4 von den Bruchsteinen dabei. Dementsprechend gehören die hier nicht hinzu. Aber ansonsten alle anderen Blöcke, die irgendwie aus Holz bestehen, machen die Geräusche vom Kontrabass. Und die hören wir uns jetzt einmal an. Dann haben wir hier die kleine Trommel und das sind praktisch alle Kies und Sand und Trockenbetonblöcke. Ja, also wir haben normalen Kies, wir haben den verdächtigen Kies, normalen Sand, verdächtigen Sand, wir haben den roten Sand und dann eben den Trockenbeton.
Und alle von denen machen dieselben Geräusche von der kleinen Trommel. Da haben wir die große Trommel und da haben wir eine ganze Menge Blöcke dabei. Das ist im Grunde die drittgrößte Gruppe nach Holz. Und zwar alle Steinblöcke und alle Keramikblöcke, Netherblöcke, Endblöcke, sehr viele Blöcke. Ja, also wir haben den normalen Stein plus die ganzen Steinvariationen, Granit, Diorit, Andesit, Tuff und Kalzit, Basalt, genau, die gehören alle dazu. Jeweils die Blöcke, die man daraus auch herstellen kann, also Öfen, Außenblöcke, Beobachter. Die ganzen Ziegel gehören noch hinzu, Erze und die Erzblöcke, aber auch die Ressourcenblöcke und aus irgendeinem Grund Korallenblöcke. Keine Ahnung warum, die könnten ruhig eine eigene, ein eigenes Instrument haben, wäre ganz lustig. Dann haben wir hier Keramik, die Ziegelblöcke, Obsidian, Sachen, die aus Obsidian bestehen, Grundgesteinsspawner, viele der Netherblöcke, also im Grunde alle und dann praktisch alle Endblöcke, die machen alle dieselben Geräusche von der großen Trommel. Und dann hätten wir hier die Klanghölzer. Und die macht man mit Glas, gefärbtem Glas, Glasscheiben, gefärbten Glasscheiben, dem Leuchtfeuer und der Seelenlaterne. Dann haben wir die Glocke, die hat nur den Goldblock, ja, und so hört sie sich an. Dann haben wir hier die Flöte am Start und zwar mit dem Tonblock für Bedrock und Java Edition und auch für der Bedrock Edition, zumindest jetzt noch exklusiv, der Honigwarmblock und verseuchter Stein. Dann haben wir das Glockenspiel, dazu benötigen wir Packeis. Dann haben wir die Gitarre, da benötigen wir eine der 16-Voll-Variationen. Das Xylophon benötigt einen Knochenblock. Da haben wir das Metallophon und zwar mit dem Eisenblock. Da haben wir die Kuhglocke mit Seelensand. Da haben wir das, oh je, Didgeridoo, hoffe ich mal, und zwar mit Kürbissen, geschnitzten Kürbissen und Kürbislaternen. Dann haben wir Chiptune, und zwar mit dem Smaragdblock. Da haben wir das Banjo und zwar mit dem Heublock. Das Klavier mit Glowstone oder auch Leuchtstein.
Und zu guter Letzt haben wir die Harfe mit praktisch allen anderen Blöcken. Ja, also haben wir Erde dabei, wir haben Schlamm dabei, kompakter Schlamm, wir haben Blätter, wir haben, wie gesagt, die Kolben und praktisch alle anderen Blöcke, die man irgendwie noch aufzählen könnte, die spielen alle die Harfe ab. Und damit hätten wir die Instrumente. Jetzt kommen wir zu einer recht speziellen Sache, die gibt es gar nicht so lange. Und zwar Geräusche von Monstern. Leider gibt es kein Geräusch für die Spielerköpfe. Die haben sie sich einfach weggespart, könnte man sagen. Es wäre lustig, so das alte Geräusch, wenn ein Spieler verletzt wird, hinzuzufügen. Ja, das wäre witzig, so als Easter Egg. Dann haben wir aber jetzt hier den Zombie. Klingt so, als wären es irgendwie 20 Zombies gleichzeitig. Creeper, die haben dann das quasi Zünden-Geräusch, wenn sie kurz davor sind zu explodieren. Da haben wir den Drachen. Achtung, nicht erschrecken. Schon deutlich erschreckender. Da haben wir das Skelett. Das sind dann praktisch die Laufgeräusche davon. Wither-Skelett ist ziemlich ähnlich. Und zu guter Letzt haben wir den Piglin-Kopf. Ganz genau. Und das wäre so ziemlich alles, was man über den Notenblock wissen muss. Und damit hätten wir es. Wir haben alle von den Signalempfängern heute geschafft. Und zwar die Redstone-Lampe, gekrümmte Schienen, die Antriebsschiene, Aktivierungsschiene, TNT und zu guter Letzt Notenblock. Und das wäre es dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!